Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Ja, wieder kalt auf die Lähm, wo ich mir erstmal mein Geld gönne. Ich habe hier offscreen schon mal wie das tägliche Zeug geholt. Also wie zum Beispiel hier das Zeug, die haben hier jetzt vom letzten Mal noch fertig gebaut. Ich habe sie schon mal gefüttert, ich habe sogar noch extra Essen beiseite gelegt. Und dann habe ich Hakuma beim Scheißen gestört. Man kennt es. So, ich mache jetzt noch extra Futter. So, zwei verbrannte Sachen muss ich schon mal wegkippen. Die isst die nicht. Ja, Kai muss ich noch opfern. Palbanta ist auch alt geworden. Ja, wir steuern halt momentan wirklich aufs Ende vom Game zu. Ah, okay. Das war etwas, was ich mich letztes Mal ja gefragt hatte, ob die Dinger kaputt gehen können, wenn die auf Stufe 2 sind. Und ja, können sie. Aber wir können sie ja wieder aufbauen. Kann ich es eigentlich auch direkt auf Stufe 2 aufwerten? Nee. Muss erst gebaut sein. Komm, dann baue ich mit, dann geht das schneller. Also Leute, ich werde jetzt ab diesem Punkt versuchen, das Spiel jetzt ein bisschen durchzurushen. Wir sind ja so knapp vom letzten Boss. Beziehungsweise vom vorletzten. Ich bleib dabei. Dieser eine Heini, der ist definitiv auch ein Boss, der uns diese Fähigkeiten überhaupt erst gegeben hat. Geldprobleme haben wir mittlerweile keine mehr. Essensprobleme auch nicht. Unser Erkunder ist zurück. Lebst du noch? Akaya ist heil zurückgekommen. Er hat total Knochen mitgebracht. Leg dich schlafen, Junge. Aber vorher tanzen wir. Der gibt mir jetzt auch Geld. Im Übrigen, die vollen 100% werde ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht onscreen machen. Ja, jetzt gerade bei dem Boss ist es, glaube ich, nicht nötig, dass ich jemanden mitnehme. Weil das wird ja jetzt noch nicht der Hauptboss sein. Ah, ich krieg die Krallen. Und Ruf der Krone. Ein Eco aus Wurf mit Besessenheit. Wow. Kriegt überhaupt nichts. Ich finde Besessen nach wie vor scheiße. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Oh, wer bist du denn? Was gibt es da zu gucken? Genau, die Kronensieger sind alle gleich. Ihr seid nichts ohne die Anhänger, die mich an. Ein Tauber anders. Er ist sich immer treu geblieben. Du wirst ihm nie das Wasser reichen. Aus der Weg. Ich muss erst mal ein Galeu spielen und Geld gewinnen. Ja, das müssen wir gleich noch machen. Komm und spiel gegen mich, wenn du eine echte Herausforderung willst. Ja, dann haben wir, glaube ich, den letzten Aster Galeu-Spieler gerade gefunden. Perfekt. Die Quest werde ich sowieso machen. Also ich werde versuchen, die 100% noch zu holen. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich das onscreen mache. Weil diese No-Hit-Runs gegen die Bosse, das wird das Schwerste. Mit dem goldenen Vlies kann ich es mir vorstellen. Aber ich muss dafür wirklich den Schaden erst mal boosten. Okay. Habe ich dich nicht schon mal getötet? Nee. Hast du dich schon einmal gefragt, was ich erwarte, sobald Dütten deine Aufgabe erfüllt ist? Was wohl aus dir wird? Das Lamm ist schließlich das Opfertier zum Schlachten gezüchtet. Wenn ich dich schon nicht aufhalten kann, kann ich dich zumindest auf das Leid vorbereiten, das auf dich wartet. Zwar der fünfte Bischof des alten Glaubens, unser Bruder Narinda. Ach, lass meine Leute in Ruhe. Na gut, den Erkunder kannst du haben. Aber ich glaube, das andere, der andere ist Sunny. Ich will Sunny nicht tot sehen. Sunny, kämpf dagegen an. Bitte, Sunny. Ja, toll, Blue ist vom Glauben abgekommen. Warum muss es ausgerechnet Sunny sein?
brauche ich doch noch. Heißt du, meinen stärksten Anhänger mitnehmen? Tschüss. Wow, Triple. Das war ein Triple Kill. Also dieser Shamura, der ist auch so dreckig. Toll, damit ist mein Schadensbonus weg. Tschüss. Passt schon. Nein, ich gehe zum Kult zurück. Ich muss eh verhindern, dass jemand den Kult verlässt. Also muss ich Sunny wieder beleben. Wie gesagt, passt so schon. Ganz ehrlich, mit dem Zeug, was ich habe, gehabt habe, hätte ich den Run eh nicht geschafft. Wir haben einen Erkunder verloren, der ist gerade draufgegangen, weil der ja zu bösen wurde. Ey, das von Shamura, das finde ich halt mega gemein. Würde auch meine Leute einfach so zu umkehren. Es dauert jetzt eine Weile, bis ich Sunny wiederbeleben kann. Auf jeden Fall erstmal Kai opfern, damit der nicht an Altersschwäche stirbt. So, jede Menge Geld. Und ein paar Knochen. So, sonst noch irgendwelche Rituale? Ja, allein dadurch könnte ich mich einmal voll boosten. So, wir machen mal den Glauben auf Maximalwert. Ist, glaube ich, besser so, wenn wir gegen Shamura kämpfen. Muss ja dann nur ein paar eben kurz mit den Blüten heilen. Versteckt sich eigentlich noch irgendwas? Nee. So. Endlich genug Mut gefasst, um es in der Profiliga zu versuchen? Ich hoffe, du bist der Letzte. Nee, der Schwierigkeitsgrad ist noch nicht voll. Es gibt bestimmt noch einen. Dann komm, Shroomy. Eine 1. Oh, eine 6. Packe ich hier rein. Eine 4 packe ich in die Mitte. Danke, ist instant weg. Naja, was sagt eigentlich Schwierigkeit bei Astagaloi aus? Das ist ein Glücksspiel. Hat nichts mit Können zu tun. Ja, die 1 darf er ruhig behalten. Die 5 nehme ich ihn aber. So, der kann mir meine 6 nicht mehr nehmen. Warum sollte ich ihn die 1 da wegnehmen? Warum? Warum sollte ich das tun? Es würde mir nur selber schaden. Easy. Ist einfach nur Glücksspiel. Hey, ich habe gerade Errungenschaft Glücksmeister bekommen. Das war der letzte. Einfach hört sich mit der Zeit langsam wieder auf. Oh, das klingt sehr nice. 2 Tarotkarten müssen wir noch finden. So, ich will trotzdem einmal mit Einsatz machen. Sicher ist sicher. Dann habe ich bei jedem auch einmal mit Einsatz gespielt. Eine 4, okay. Da setze ich eine 5 hin. Die er mir instant nimmt. Wahrscheinlich ist die Schwierigkeit hier einfach nur, dass er die, ja genau, intelligenter nutzt, die Teile. Kann ich auch mal was kriegen, um seine Teile immer zu löschen?
Zum Beispiel das. Wow. Gerade bin ich unlucky. Ich nehme ihn seine 5. Ja, die kannst du ruhig haben. Ich nehme die deine 3 dann auch direkt wieder weg. Alter, wie unlucky bin ich gerade? Weg mit deinen 6. So viele Punkte lasse ich dir nicht. Zweien kannst du meinetwegen behalten. Ich habe 3. Ist auch was wert. Was soll man dazu sagen, ne? Danke, die darfst du gerne behalten. So einen Schrott will ich nicht haben. So, jetzt habe ich jeden auch einmal mit Einsatz besiegt. Schon wieder? So. Alle Astragaloi-Spieler einmal besiegt und das sogar mit Einsatz. Ich muss bei der Schmugglerstätte auf jeden Fall noch was holen. Und bei der Höhle des Minas würde ich gerne einmal diesen Einsatz holen, den ich da beim Brunnen gemacht habe. Und ich habe 582 Münzen bekommen. Der Witz ist, der will kaum was von mir haben dafür. So. Ja, ein Skorpionenboss. Okay, er schießt erst und dann charged er. Dann bewegt er seinen Schweif nach hinten. Wenn der chargen will, dann bewegt er die Klauen. Okay. Nope. I can't speak French. Absolutely not. Tut mir leid, Bahafa. Dann haben wir eine Gemeinsamkeit. Aber ein knapper Bosskampf. So, jetzt muss ich erstmal Sunny wiederbeleben. Habe ich denn eine Heizkette bekommen? Naja, egal. Willkommen in Clear! Danke fürs Follower, Hafer. So, jetzt erstmal das Wichtigste. Sunny, mein mächtigster Krieger, kehrt zurück. Ich brauche meinen One-Hitter. Komm her. Wo bist du? Da. Warum muss der auch böse werden? Wahrscheinlich macht er gleich wieder 3-4 von meinen Leuten böse, der Boss. Ist echt unangenehm. Die sind alle versorgt. Ich könnte noch ein Opferlamm kaufen. Ist nur Kanonenfutter. Ach nö, lasst meine Leute in Ruhe. Vernis, Karnis, der Pflicht, die ich meinen Geschwistern schulde, kann ich mich nicht entziehen. Mein Tempel wartet. Lass ja meine Leute in Ruhe. Komm, Axt. Und noch einen stecknormalen Handschuh. Aber der Zauber ist gut. Hätte ich nicht wenigstens einen speziellen Handschuh kriegen können?
Ich hatte immer nur 6 Geografie. Naja, 5. In einer. Geografie war nicht so meins. In der Schule. Ah, ich habe direkt das bekommen, was ich gerade eben durchs Astagaloi erhalten habe. Hier, dass sich die einfach von alleine füllt. Doppeltes Angriffstempo, sehr gerne. Okay, jetzt kann ich reinhauen. So schlimm. Ey, da hau ich rein. Alter, das mit dem Angriffstempo ist jetzt so hart. Tja. Caesar Crown hat halt eine Spur hinterlassen, ne? Vor allen Dingen 130 Schadensbonus. Da kriege ich Essen. Und ein bisschen Geld am Ende. Ich sollte eigentlich so viele Kampfräume wie möglich mitnehmen. Dann würde ich hier lang gehen. Kriege ich eventuell eine Heilung, falls irgendwas passiert. Kann mich hier dann nochmal ein bisschen boosten. Ja, passt doch. Und ich kriege sogar noch ein bisschen Gold. Alter, ich habe den Speed gefressen. Aber was wir haben. Vielleicht habe ich ja auch beide Kräfte und zeige es nur nicht. Alter. Der war richtig schnell tot. Lass meine Leute in Ruhe. Ich bin nichts, nichts. Ach, wenn du mich vielleicht noch tötest, dann würde ich doch nicht mit dir tauschen wollen. Es wird Zeit, diese hässlichen Angelegenheiten zu Ende zu bringen. Aber hat an der Spitze der scharfen Klinge das unentrinnbare Schicksal, das einem bevorsteht, erwartet im Auge des wütenden Sturms, wenn ein langer Tag zu Ende geht. Ah, wenigstens mussten meine Leute nicht böse werden. Alter, das ist Angriffsspeed, ne? Ciao! Schau, Hafer. Alter, wie würde das beim Hammer abgehen, wenn da der doppelte Angriffsspeed ist? Boah, beim Deutsch, wie ich mir das auch gar nicht vorstellen, ne? Der muss ja Dauerprügel verteilen. Ich dich auch, Hafer. Schönen Abend noch. Einmal einfach nur zum Ausprobieren. Wie schnell schlägt jetzt der Deutsch zu? Der ist auch richtig schnell. Oh, ich habe aus Versehen meine Klauen verkauft. Ach, egal. Ich hau ja sowieso so schnell zu, dass es keinen Unterschied macht. Ist auch gut zum Raum leeren. Ging ja
ja richtig schnell. Dieses Upgrade ist so hardcore. Also dieses zweifach Angriffsgeschwindigkeit, das sollte man immer mitnehmen. Das ist so massiver Unterschied zu vorher. Die Gegner sind einfach nix. Vollkommen machtlos dagegen. Warum auch immer er gerade einen Schuss gegeben hat, der Kollege. Was für ein wunderschönes Herz. Eine Schande, das ist nicht mir gehört. Mein Herz dennoch, meine Mitte bleibt leer. Oh, ein Seelenherz. Ah, noch eine Tarotkarte bekommen. Zwei zusätzliche Herzen. Jetzt fehlt nur noch eine. Hier kann ich mich nochmal hochhalten, hätte ich Schaden. Ja, der Raum hat sich gelohnt. Jetzt auch noch den Angriffsschaden erhöhen, noch mit der Tarotkarte und dann... Dann ist Schicht im Schacht. Wo lebt noch einer? Ah, da oben kommen gleich welche raus. Ich kann einfach die Angriffstaste durchspammen. Ja, genau. Auch noch mal mehr Schaden für Gegner. Ah, wollt ihr runterkommen? Ja, der Fluchschaden erhöht sich offenbar auch durch das Vlies. Das ist richtig krass. Das goldene Vlies ist ultra stark. Ja, genau, jetzt noch einen Sprengsatz hinterlassen. Machst du noch extremer? Und den Waffenschaden erhöhen. Danke! Genau das wollte ich haben. Nochmal mehr Schaden. Wenn ich diese Kombination mal bei den Bossen bekäme, dann ist ein No-Hit-Run gar nicht so verkehrt, also nicht unmöglich. Alter, ich habe 265% Schadensbonus. Oder nochmal 1,2% Schaden drauf. Und ich krieg eine Axt. Ist nicht so schnell wie der Dolch, aber es ist definitiv schnell. Ja, so sehe ich nur Hitruns möglich. Easy. Ich hoffe, dass diese Bomben mir nicht selber schaden können. Alter, ich habe gleich 300% Schadensbonus.
Also wenn ich damit den Boss nicht klein kriege, ne? Dieser doppelte Schaden. Doppelte Angriffsgeschwindigkeit. Es reckt einfach. Ich glaube, ich könnte den Boss wirklich No-Hit schaffen. Alter, ich One-Hitte mittlerweile. Oh ja, noch mal eine bessere Version von meinem Zauber. Jetzt kann ich sie auch noch verlangsamen. Nein, mein Bonusschaden. Oh. Weil der eine mich gerade getroffen hat. Alter, damit hätte ich den Boss so hart recken können. Er spawnt ja wahrscheinlich Ads. Allein daran werde ich mich schon hochboosten können. Und wie gesagt, ich recke ja jetzt schon extrem. War hier kein Laden auf der Ebene? Also ich bin ja schon OP, aber trotzdem. Na gut, dann versuchen wir mal No-Hit. Er stellt ein Chaos. Einer verbreitet die Pest. Einer ruft Hunger hervor und dann ist da noch jemand, der sich auf Macht verlässt. 5 werden zu 4, werden zu 3, werden zu 2, werden zu 1 und der wird zu nix. So. Du wirst wahrscheinlich eine Spinne. Ja, das war wahrscheinlich. Okay, ich habe Schaden bekommen. Nur Hit hat sich damit schon mal erledigt. Aber Shamura kriegen wir auf jeden Fall klein. Nichts Böses denken. Ja, wenn man diese doppelte Angriffsgeschwindigkeit hat, dann ist der Boss auf jeden Fall drin. Okay. Im Prinzip können wir danach, glaube ich, direkt zu dem Typen, der wartet. So ähnlich hieß der. So, die Shamura-Trophäe. Ich muss die ganzen Trophäen auch aufstellen. War schade, dass ich keinen No-Hit geschafft habe. Aber schwach, nicht weise. Sein Vorstellungsvermögen reicht ja nicht aus, um die Mannigfaltigkeit eines Wesens wie mir zu fassen. Es ist an der Zeit, mich zu befreien. Du hast die Ehre, die rote Krone ihrem Bahnträger zurückzugeben.
gebe zu, du hast sie fast ebenso gut getragen, wie ich selbst hätte tun können. Du hast sieben Anhänger geopfert, um den Kult zu stärken. Um uns zu stärken. Ich kenne deinen Hunger nach Tod unten angefäßt. Aber die Krone gehört mir und niemand, niemand ist ihrer würdig, niemand außer mir. Du wirst dein Leben lassen und mir zurückgeben. Was meins ist, damit sich nach einem Jahrtausend endlich alle wieder mit meiner Herrlichkeit sonnen können. Aber das ist hier nicht möglich. Das letzte Tor wartet dich. Beeil dich, ist es an der Zeit. Na gut. Lamm, das einst im Namen des gefangenen Gottes geschlachtet wurde. Bedenk dies. Im besten Namen schlachtest du nun selbst. Na gut. Ich würde sagen, die drei jetzt schlafen lassen. Damit ich die direkt mitnehmen kann. Ich muss die Holzplätze nochmal auffrischen. Vielleicht habe ich ja Glück und die Leute gehen selber schlafen, die gerade so müde sind. Aber ich muss das nochmal anmerken, ne? Diese doppelte Angriffsgeschwindigkeit ist einfach so übertrieben OP. Vor allem in Kombination mit der richtigen Waffe. So, wir können den Hunger mitnehmen. Jetzt kann ich eine Mahlzeit zu mir nehmen, um Seelen herzukriegen. Das ist wirklich schade. Ich hätte fast Shamura ohne Schaden geschafft. Nimm eine Mahlzeit zu dir und einen im Seelenherz zu erhalten. So, ich mache mir einmal eine tödliche Mahlzeit und esse die selber. Ich habe Anhängerfleisch gegessen. Ah, jetzt fällt mir ein. Wir brauchen eine Lechi-Trophäe. Ich würde die am liebsten alle hier so vor in das Gebäude hier stellen. Die ganzen Trophäen. Dafür brauche ich hier diese einen Teile, diese Kristalle. Ich muss ja eh noch mal einmal dahin und in die davorigen Gebiete. Für die No-Hit-Runs. Aber ich versuche das wirklich nur einmal. Wenn ich es heute oder ich weiß nicht, ob ich morgen dann noch ein Stream mache. Und dann schaffe. Ja, zwei Opferlämmer. Die gehen ja jetzt eh alle schlafen. Die drei, die ich ja schon konvertiert habe, die kann ich ja nicht mehr schlafen schicken. Beziehungsweise die werden jetzt keinen Urlaub machen. So, nach dem Boss. Ich sag euch, dass wir gegen den kämpfen werden. Das ist sogar eine Errungenschaft. Düsterholz werde ich dann als erstes in Angriff nehmen, Ankertiefen, dass wir da halt nochmal versuchen, den Boss. Bin jetzt gespannt, wie der Bosskampf aussehen wird. Das Portal. Oh, ich brauch 20 Anhänger, damit ich zu dem kann. Dein Ernst? Okay, ich muss auch mal erstmal vorher gegen andere in die Schlacht ziehen. So, jetzt habt ihr alle einen freien Dach. Nutzt ihn, wie ihr wollt. Ich gehe zum Boss. Und zwar am besten, bevor einer von euch jetzt tot umkippt. Etwa durchführen. Auf zum Boss. Ich kann mich frei entscheiden, was ich nehme. Ich würde sagen, ich nehme die Axt. Und da wir eh einen einzelnen Gegner vor uns haben, ich glaube, den göttlichen Wächter nehme ich. So, Leute, ihr müsst das regeln.
Das wird wahrscheinlich ein harter Kampf. Jetzt, ich entbinde dich von deinem Dienst für die Rote Krone. Bring sie zurück zu mir und nimm das Ende an, das dich erwartet. Mit diesem letzten Opfer meines treuesten Anhängers werde ich befreit. Endlich werde ich frei sein. Komm näher, Gefäß, und lege dein Leben zu meinen Füßen. Lass meine Leute in Ruhe. Wie kann Yannick und Sunny eigentlich da oben sein, wenn sie hier hinter mir stehen? Ich weigere mich. Du hast mich also betrogen, Lamm. Du hast dich von meiner Lehre abgewandt und dich selbst zu einem falschen Götzen gemacht. Diese Krone gehört nach göttlichem Recht mir. Denkst du wirklich, du könntest dich dem Tod widersetzen? Meister, gestatte es mir, ich werde diesem Licht eine Kostprobe deines Horns geben. Ball. Hilfe? Ah, das goldene Vlies zählt hier nicht. Und besiegt. Ich werde mich um diese Bestie kümmern, Meister. Ich werde die Krone von seinem Kopf schlagen. Aim. Das, was ich nicht habe. Oh, der Name sagt offenbar schon aus. Er kämpft mit Fernkampfangriff. Tatsächlich ist er relativ easy gewesen. Du glaubst, du hättest gewonnen? Du glaubst, du wärst in Sicherheit? Vergiss nicht, du gehörst mir! Sogar nachdem ich dich abgeschlachtet haben werde, wird dein Schmerz nicht enden. Du kannst, wenn ich hinkomme, nicht einmal im Tod. So, wie hieß er nochmal? Ich kämpfe gegen Gott. Der hat sehr starke Flächenangriffe. Da ist dieser Unbesiegbarkeitszauber sehr gut. Okay, er ist fast tot. Ich gehe einfach auf die Unbesiegbarkeit und hau rein. Dachtest du, ich wäre besiegt? Dachtest du, das wäre alles, was ein Wesen wie mich ausmacht? Was etwa der Ansicht, über einem Gott zu stehen? Ein zweiter Bosskampf. Boah, mega cool. Du wirst von oben, falsches Idol. Deine Verderbnis hat sich ohne Zweifel ausgebreitet. Lass meine Leute in Ruhe. Seine Augen fliegen rum. Wahrscheinlich muss ich die jetzt zerstören. Alter, der Mehrfach-Hit-Zauber ist ja richtig geil gegen den. Wann kann ich die angreifen?
Ah, die, meine Kameraden hier liefern mir einfach. Ich kann auch nur die Augen angreifen, ne? Hallo? Ich glaube, wir können uns gerade gegenseitig keinen Schaden machen irgendwie. Jetzt sagt nicht. Oh. Ich habe den Kampf irgendwie verbuggt. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernstspiel. Ey, ich muss den Kampf neu starten, weil das Spiel sich gerade verbuggt hat. Ich weiß nicht, ob die im Augen alle zusammen die Lebensleiste geben oder ob die alle eine bestimmte Anzahl haben. Nee, die haben alle eine bestimmte Anzahl. Okay, Bullet Hell, aber easy. Muss immer gucken, wenn die Augen so ganz dünn von der Pupille werden, dann wird's schlimm. Okay, wieder ins Down. Easy. Da will ich eigentlich weit hinten stehen, ne? Weil hinten ist das leichter zu dodgen. Besiegt. Habe ich ihn jetzt unterworfen? Du hast mich verdrängt, falsches Idol. Erbärmliches Gefäß, verdammtes Lamm. Nun, was soll es werden? Eine rachsüchtige Gottheit oder ein barmherziger Feigling? Die Wahl liegt ausnahmsweise in deiner Hand. Du kannst deinen abscheulichen Part nicht länger auf mich schieben. Schone ich ihn oder morde ich ihn? Ich verschone ihn mal. Du bist schwach, ein erbärmliches Ding. Nah von einem. Warte, warte! Ich habe Gott zu meinen Anhänger gemacht. Gott betet mich jetzt an. Das heißt, ich bin der neue Gott. Na gut, aber ich habe immer noch ein paar Sachen eigentlich zu machen, ne? Als Gefäß wiedergeborenes Opfer, steige ein weites Mal empor und nimm wahre Gestalt an. Ah, okay. Und hier ist das Spiel jetzt offenbar vorbei. Ja, Leute, das war ein sehr gutes Spiel, finde ich. Wie gesagt, diese 100%, die werde ich höchstwahrscheinlich offscreen für mich selber nochmal holen. Weil ich bin ganz ehrlich, diese No-Hit-Runs, das würde mich mehrere Streams kosten. Und ich hätte da schlicht und ergreifend keine Lust drauf.
Oh, die Quellen waren ja sehr kurz. Da bin ich wirklich ehrlich zu euch. Ich hätte da schlicht und ergreifend keine Lust drauf, da jetzt Streams für zu machen. Nur mal auf diese 100% zu kommen. Pardon, und darauf sind offenbar jetzt befreundet. Ah, ich kann die direkt nochmal für irgendwas mitnehmen, wenn ich will. Kann ich auch einfach direkt wieder hingehen und sagen, hier komm, diesmal sage ich, du bist mein Gott. Shalom, Baba. Dich lassen wir mal so, wie du bist. Du darfst mich jetzt anbeten. Kriegst sogar was von mir. Hier, das ist doppelt so lang leben. Wäre doch schade, wenn du früh sterben würdest. Aber ja, das Spiel habe ich vom Prinzip her abgeschlossen. Kann ich da wirklich einfach wieder hin? Nein. Man kann dann nicht nochmal hin. Mich interessiert echt, was passiert wäre, hätte ich gesagt, ich nehme es an, du darfst mich jetzt opfern. Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. Ja, ich habe ja noch gesagt, zum Schluss opfere ich mich. Ich bin leider alt geworden durch dieses Projekt. Deswegen muss ich mich opfern, um dieses Projekt zu beenden. Ich finde das nach wie vor so brutal. Also ich kann euch das ja wirklich auch noch mal eben kurz hier über die Steam-Errungenschaften zeigen. 9 würden mir jetzt noch fehlen. Ich müsste halt die ganzen Bosse nochmal ohne Schaden besiegen. Ich müsste alle Anhänger-Skins finden, wovon ich halt keine Garantie hätte, dass ich auch wirklich die Skins bekäme. Das könnte 200 Runs sein oder 10. Das ist wirklich Glückssache. Dann muss ich noch alle Tarotkarten freischalten, was ich wahrscheinlich mit dem Augen wahrscheinlich bekomme, das letzte Teil. Keine Ahnung, wie sich das freischaltet. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt nicht bekommen habe. Nicht länger ein Diener, kein geringer als ein Gott. Ich weiß nicht, ob ich dafür irgendwas Spezielles machen muss. Ich muss noch alle Fliese freischalten. Ja, Leute. Und ich bin da wirklich ganz ehrlich. Ich habe da onscreen einfach keine Lust drauf. Weil ihr könnt euch allein für die Anhänger-Skins und für die No-Hit-Boss-Runs vorstellen, wie anstrengend das wird. Leshy und Hecate, easy. Shamura könnte auch easy werden. Aber auch das würde mindestens 3-4 Versuche pro Boss mindestens dauern. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das bei Kalamar ist. Ich glaube, Gottheit ist einfach nur, dass du jeden Boss No-Hit geschafft hast, dass du das dann bekommst. Also wie gesagt, ich habe da schlicht und ergreifend keine Lust drauf. Das wäre mir zu anstrengend onscreen. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, der bei diesem Projekt reingeschaltet hat, dem es gefallen hat. Ich hoffe, dass es jedem gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf YouTube ein Abo da und ein Like, weil die Parts kommen alle auf YouTube. Und Follow auf Twitch. Und damit verabschiede ich mich auf jeden Fall für heute. Tschüssikowski!